Hey Leute, in diesem Video empfehle ich euch die besten Beamer für unter 100 Euro, welche es aktuell zu kaufen gibt. Also, los geht's! Einen günstigen und vor allem guten Beamer zu finden ist nicht leicht. Vor allem, wenn man nur ein Budget für einen Beamer von unter 100 Euro hat. Klingt unmöglich? Dieser Aufgabe habe ich mich nun in langer Recherche gewidmet, Testberichte studiert, Kundenmeinungen gelesen und so die besten Beamer unter 100 Euro rausgesucht. Eine sehr gute Wahl für einen Beamer mit nur 100 Euro Budget ist der Wamwo Beamer. Wer einen kleinen Beamer für unterwegs sucht, mit dem man ein paar Präsentationen machen oder mal einen Film gucken kann, ist bei dem Wamwo genau richtig. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Beamer eine Fernbedienung, eine Anleitung, ein Netzkabel, ein kurzes HDMI-Kabel und ein S-Videokabel. Der Beamer hat keinen integrierten Akku und benötigt daher immer eine freie Steckdose. Wer einen mobilen Beamer mit eingebautem Akku sucht, schaut sich am besten unseren Akku-Beamer-Vergleich an, welchen wir ebenfalls verlinkt haben. Das Netzteil ist fest im Beamer integriert. Der Beamer ist sehr gut verarbeitet und wirkt richtig edel. Er ist sehr kompakt gebaut und sehr leicht. Am Beamer befinden sich recht viele Anschlüsse. Neben dem HDMI-Eingang gibt es zwei USB-Ports, den Netzanschluss, ein VGA-Port, einen Kartenleser und einen AUX-Ausgang. Außerdem gibt es einen Powerknopf und alle weiteren Knöpfe auf der Oberseite, um auch ohne Fernbedienung den Beamer bedienen zu können. An der rechten Seite gibt es ein Rad für die Schärfe und die Einstellung des Trapez. Der Beamer ist wirklich sehr schnell einsatzbereit und eingerichtet. Die Bedienung im Menü ist sehr einfach. Dafür kann man die Knöpfe am Gerät oder die Fernbedienung nutzen. Es gibt keinen App Store und falls man das Gerät als Streaming-Gerät nutzen möchte, muss man sich zum Beispiel einen Firewall-TV-Stick kaufen. Im Betrieb hat das Gerät normale Lüftergeräusche, die jetzt nicht weiter stören. Die Helligkeit lässt sich einstellen und auch bei Tageslicht hat man ein gutes, helles Bild auf der Leinwand oder glatten Oberfläche. Alles ist scharf, auch an den Rändern, sodass man alles klar lesen kann. Filme und Spiele laufen ebenfalls ruckelfrei auf dem Gerät. Jedoch ist die Bildqualität jetzt nicht im High-End-Sektor, was man bei unter 100 Euro aber auch nicht erwarten sollte. Das Bild ist sehr hell und somit ausreichend für zum Beispiel ein Open-Air-Kino im Garten. Der Beamer hat integrierte Stereo-Lautsprecher, die einen ausreichend guten Klang haben. Für die Größe war ich echt überrascht, was da an Sound rauskommt. Besonders praktisch ist die beiliegende Tasche, welche sich perfekt zum Transportieren eignet. Fazit: Das Gerät ist sehr gut verarbeitet. Im Lieferumfang befindet sich alles, um das Gerät bedienen zu können. Der Beamer ist sehr kompakt gebaut. Der Lüfter stört im Betrieb gar nicht. Die Helligkeit ist sehr gut. Die Bildqualität ist sehr gut bei Präsentationen und ausreichend gut für Filme. Es ist kein Heimkinogerät zur festen Installation, sondern ein kleines und günstiges Gerät für unterwegs. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als Highlight in dieser Reihe ist mir der Willy Nice Heimkino Beamer sofort aufgefallen. Nach kurzem Einlesen in die deutsche und gut übersetzte Anleitung kann man das Gerät anschließen und es ging sofort los. Das Menü ist selbsterklärend einfach gehalten und alle Funktionen der Fernbedienung sind gut in der Anleitung erklärt. Das Gerät hat mehrere Empfänger, sodass man die Fernbedienung aus verschiedenen Positionen verwenden kann. Die WLAN-Kopplung des Beamer funktioniert in Sekundenschnelle und ohne Schwierigkeiten. Das anschließende Verbinden mit dem Handy ist fast noch einfacher gestaltet. Das Bild ist sehr gut, scharf und kontrastreich. Man sollte natürlich bei Beamern in der Preisklasse darauf achten, dass wenig oder keine anderen Lichtquellen im Zimmer leuchten. Wenn das gegeben ist, macht der Beamer eine super Figur. Was noch sehr positiv zu erwähnen ist, ist, dass das Gerät selber Lautsprecher besitzt, die sich ganz passabel anhören und so relativ schnell irgendwo gestartet werden kann. Mit so einem Beamer macht es Spaß, Filme zu gucken. Durch die vielen Anschlüsse ist das Gerät ein Allround-System, mit dem man neben Filme sehen, super auch seine Fotos betrachten kann. Mit dem Handy oder mit dem Laptop ist beides kein Problem. Alles ist dabei, man braucht nicht mal wirklich eine Leinwand, es reicht eine weiße Wand zu haben. Die zum Lieferumfang gehörende Tasche ist auch sehr praktisch und schützt den Beamer vor Schäden und ist optimal für den mobilen Einsatz. Kleiner und handlicher Beamer mit Top-Leistung zum günstigen Preis.
Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als letzte Empfehlung im Beamer-Dschungel für einen guten Beamer unter 100 Euro kann ich mich für den Nikpow Heimkino-Beamer stark machen. Ein wirklich tolles Gerät zu einem vernünftigen Preis. Perfekt für den Hobbyraum oder die Gartenhütte. Das Gerät ist vom Design her wirklich sehr schön. Alles ist schön abgerundet und nicht so eckig wie bei den Konkurrenzmodellen. Das Highlight? Dazu gibt es sogar noch eine Leinwand mitgeliefert, die man überall hin mitnehmen kann. Insgesamt bietet der Beamer 5500 Lumen, was schon wirklich erstaunlich ist für so ein kleines Gerät. Das Gerät kann verbunden werden mit Android und natürlich auch mit iOS. Außerdem bietet es noch einen Haufen anderer Eingänge wie USB, HDMI, VGA und viele mehr. Das ist sehr praktisch, da man wirklich sehr viele verschiedenste Geräte anschließen kann. Vom DVD- oder Blu-ray-Player bis hin zum Smartphone ist alles möglich. Das Bild ist für den Beamer in dieser Preisklasse ziemlich gut. Ich persönlich kann absolut nicht meckern. Man erkennt alles. Actionfilme werden sehr gut wiedergegeben und vor allem Fußballspiele und Konsolenspiele laufen hervorragend. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt uns dies mit einem Daumen nach oben mit. Abonniert uns, damit ihr auch weitere Videos von uns erhaltet und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.